Rettete! Es rettete! Es rettete! Harry Potter! Und damit, hey Leute, Bardo hier. Willkommen mal zu einem anderen Video. Im Video heute seht ihr einen Livestream-Ausschnitt aus dem Livestream von vorgestern. Dann habe ich 2 Runden Fortnite gespielt, die relativ erfolgreich waren. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Und einige haben sich gewünscht, dass ich es auch mal auf YouTube hochlade. Und deswegen gibt es hier mal ein ungewöhnlicheres Video. Und zwar ein Livestream-Ausschnitt. Das erklärt auch, warum die Qualität so niedrig ist und warum die Facecam so komisch aussieht. Aber ich hoffe, ihr könnt das ertragen. Und ich fand die Runden auch relativ gut. Und dann würde ich mal sagen, Leute, viel Spaß mit diesem kleinen Livestream-Ausschnitt. Eine Kiste nur, okay. Die Smoke ist so dumm, ne? Ich meine, er sieht cool aus. Komplett nutzlos. Ich bin jetzt in der Top 30, ohne irgendeinen Gegner gesehen zu haben. Die gesamte Runde über. Und ich werde, sobald ich einen sehe, bin ich nicht vorbereitet. Da oben ist einer. Geil, der baut sich hoch. Und ich werde, sobald ich einen sehe, bin ich nicht vorbereitet und werde sterben. Top 25, ohne einen Gegner gesehen zu haben. Also einen Gegner gesehen zu haben, der irgendwo ist. Der wird hier im Leben nicht mehr da oben sein. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt in den nächsten 20 Sekunden keinen Gegner sehe, gehe ich in irgendein Gebüsch. 20 Sekunden ab jetzt. Ah, da oben ist er. Ja gut, sehr gut. Hat er mich gesehen? Hat er nicht. Gut, dann snacke ich ihn jetzt. Also wenn er mich wirklich nicht gesehen hat. Was ist mit denen? Hat er mich doch gesehen? Oh, da kommt ein anderer. Da kommt ein anderer Typ. Ja gut. Eben kurz gesnackt, weil der halt auch einfach nur da stand. Ich weiß nicht, dass da oben jetzt einer ist. Na komm hier. Moment, Moment, ich will kurz eine andere Mauer bauen. Kannst du ihn kaputt schießen? Bitte, ich will kurz eine andere Mauer bauen. Kannst du ihn kaputt schießen? Nein? Schieß doch kaputt! Ja, danke. Ach, er verkriecht sich da jetzt. Komm. Ich hatte einen Nahkampf, aber machen wir es eben mal. So. Wie gesagt, ich hasse einen Nahkampf. Ah, da vorne ist er. Geil. Ich will... Toller Sniper. Ich habe mich leider eingebaut. Das ist sehr, sehr dumm von mir. Aber wir sind überall Gegner, die sich umbringen. Ich komm jetzt mal zu dir. Och, du bist weg. Hi! So. Das war ja nett. War ja nett. Kleine Scharmützel. Kleine Scharmützel mit dem Gegner. So, ich halte mich mal hoch. Weil da rechts ist noch ein Gegner. Ich will jetzt einfach mich safe hochhalten. So. Wo ist denn der Rechtstyp da rechts? So, hier sind hier noch mehr. Da vorne. Ah, da vorne ist einer beim Baum. Den erwische ich aber nicht. Die nächste Zone kommt in 40 Sekunden. Ist da noch einer irgendwo? Ich mal den Baum versuchen zu töten. Ja, Treffen wäre wichtig gewesen, oder? Also würde ich sagen, Treffen wäre nicht schlecht gewesen gerade in der Situation. Was liegt hier, was liegt hier, was liegt hier? Shit, liegt hier viel rum. Ah! Aber Top 10, wie versprochen, Leute. Wenn ich sage Top 10, dann passiert auch die Top 10. Safe Call. Ah, da vorne. Ohne Sniper, aber ich snipe mir jetzt ab. Da. Ja, nice. Ich wusste, dass er low war, weil er hier gekämpft hat. Die Zone moved immer noch. Fuck. Machen wir es so. Medikit ist wichtig. 3 Stück, mehr geht nicht. Shit, ich wünschte, ich hätte einen Granatwerfer mitgenommen. Vor allem, ich habe die legendäre Sniper gerade weggeworfen. Aus Versehen. Hier, liegt irgendwas vergleichbar cooles. Ja, Raketenwerfer-Style. Ist geil. Oder? Können wir machen. Aber dass ich Sniper weggeworfen habe, ist halt dumm. Ich meine, die blaue ist auch cool, aber ist trotzdem dumm. Einer ist close.
Ciao. Keine Ahnung, was ihr wollte. Wirklich keine Ahnung. Drei Leute leben noch. Ich renne mal in die Zone. Aber das ist viel Leben. Der hat zwei Raketenschüsse ausgehalten. Drei Leute leben noch. Wir können es jetzt gewinnen. Aber ich hab's gerade gejinxt. Eigentlich sagt man ja nicht, man könnte es gewinnen. Also, sobald du das sagst, gewinnst du nicht. Okay, wo sind die Gegner? Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Unangenehm, unangenehm. Die Zone ist auch so klein. Wo sollen die denn sein? Ich hole mich jetzt hier ein. So. Ich habe auch theoretisch eine Spur. Ah, da vorne ist einer. So, die müssen einheizen, dass ich nie hochbauen kann. Aber wo ist der dritte im Bunde? Ah, der ist schon gemoved. Gott. Gut, er ist down. 1 gegen 1 Situation. So. Moment, so. So. So, wo ist denn der letzte? Ist wirklich jetzt die Frage. Ist wirklich eine 1 gegen 1 Situation? Der kann in irgendein Gebüsch hocken, ne? Ich glaube, in der Aufnahme war ich noch nie so nah dran zu gewinnen. Wobei, doch, im Livestream bin ich schon zweimal Zweiter geworden. Direkt nicht, sondern sogar einmal. Hm. Ja, der wird in irgendein Gebüsch hocken. Ist nur die Frage, wo? In welchem Gebüsch hockt er? Der rechts? War der gerade der rechts? Nee. Da nicht. Frage ist nur, in welchen. Ich bin in der Zone, so, ich bin cool, aber... Wo ist der? Ich hasse das! Oh. Nee, er ist es. Ah, er ist da unten. Hi. Hakuna Matata. Das wird jetzt eine sehr... Also eben die Runde mit 7 Kills war eine ordentliche Runde. Aber 7 Kills sind jetzt nicht so, dass man sagt, boah, voll geil, mega viele Kills, aber ist eine ordentliche Runde. So, mit 7 Kills gewinnen, ist ordentlich. Da sagt man so, ja, gut gemacht, Bardor. Ist in Ordnung. Aber jetzt die Runde, die haben ja nirgendwo irgendwas. Das wird eine sehr, 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 sehr langsame Runde. Und mit sehr... Oh, Moment, nevermind, ich bin ein Sniper. Sorry, dass ich jetzt ein... Ist egal, wenn du alt. Also ich freue mich wirklich über jeden Zuschauer und ich meine es auch ernst, wenn ich jetzt sage, ey, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du gerade zusiehst. Das meine ich ganz, ganz ehrlich. Klingt wie eine Floskel, aber ich mein's wirklich ganz, ganz, ganz... Ich freut mich wirklich, das heute zu gucken. Hey! Was geht denn? Ich bin bestimmt jetzt währenddessen an 5 Gegnern vorbeigelaufen. Oh, hey. Och! Was?! Okay, dass der zweite nicht getroffen hat, verwundert mich. Nee, die ist auf dem nächsten Hügel. Sein Ding ist nicht in der Zone. Er wird die wahrscheinlich verlassen haben. Meine ist super drin in der Zone. Meine ist gut. Ich habe eine gute Festung. So, Sniper-Schüsse alle parat, nee. Hm. Der Drops untergekommen, ich bin mich sauer erschrocken dabei. Der wird irgendwo da vorne im Gebüsch sein, aber der ist gut mit dem Sniper, der hat mich echt fast getroffen. Ah, das ist ein Gebüsch, was sich bewegt. Ah, da. Oh, verfehlt, WTF. WTF. Wieder verfehlt! Was?! Was? Wieder? Oh, okay, Leute, ich werde nie wieder einen Sniper benutzen, wenn ich den jetzt auch noch verfehle. Wo ist der denn jetzt? Wie viele Sniper-Schüsse kann man im Leben verfehlen? Das waren gerade 4, glaube ich. Ich habe weiterhin hier die Ecke im Auge, weil ich weiß, dass hier da vorne der Johnny ist. Johnny ist mein Problem. Und der Hügel könnte auch mein Problem werden. Wobei er nicht in der nächsten Zone ist. So, ich wechsle mal auf eine andere Waffe. Ich glaube, dass der Busch da vorne ein Agent Busch ist. Dass der Agent Busch ist, dass er sich dahin bewegt hat. Glaube ich ganz ehrlich. Ich meine, er guckt sich nicht um. Er wäre ein sehr guter Busch, aber vor allem liegt der Loot in der Nähe. Hm. Ich habe einen Busch, ich habe mindestens, also ich habe mindestens einen Busch. Kann ja sein, dass es mehr ist als einer. Vor allem habe ich auch daneben geschossen, ich habe gerade drüber geschossen. 4 Leute leben noch.
Ich glaube, ich werde es verhauen. Ich habe nur 100 Leben. Ich habe keine Waffe, die viel Bang hat. So. Ich habe nur Zonenglück. Und sobald einer mit einem Raketenwerfer auf mich schießt, ist halt vorbei. So, Typ von hier vorne, du musst doch da jetzt moven, wenn er noch lebt. Oh, da ist gerade einer geflogen. Holy shit. Und da unten sind auch welche, krass. Ist einer geflogen, da unten ist einer. Ich könnte jetzt theoretisch rausstampfen und den holen. Aber ich habe einfach mal ein Auge, dass da vorne einer hingeflogen ist. Also jetzt irgendwo ein Jump-Pad, was mich mega kaputt machen kann. Moment, so. Baue ich mal so zu. In die Richtung auf, weil ich weiß, dass hier vorne einer ist da. Lol, zweimal getroffen, reicht aber anscheinend nicht. So. Ich hab nicht so viel Muni, ich darf nicht so rausballern eigentlich. Moment, baue ich mich mal rüber. Moment, in die Richtung muss es gehen. Spiel. So. So. Darf natürlich aber nicht zu hoch sein, aber jetzt habe ich eine extrem gute Sicht. Da vorne ist der Busch. Gut getroffen. Der hat auf jeden Fall jetzt seinen Busch nicht mehr. Okay. Zwei Gegner, da vorne einen und den Busch hier vorne. Also der ist jetzt kein Busch mehr, aber er ist hier vorne irgendwo. Der ist bestimmt hier hinten, ne? Oh, wer ist gerade hoch? What, what, what? Ich habe mega Leck gehabt gerade. Ich weiß nicht, man hat mich nicht gesehen. Das ist auch eine Ausrede. Ich bin tot. Ich habe mega gerade gefailt. Ultra gefailt. Ich hab mich da drunter gebaut. Ganz ehrlich, ich bleib jetzt einfach hier. Ich bleib jetzt hier. Ist mir zu dumm. Ich geb die Runde auf. Das war ein zu großer Fail. Du schaffst das, Bauer, du kommst schon. Ach man, jetzt motiviert ihr mich nochmal. Okay, scheiß drauf, komm. Nein! Ah! Oh Gott! Wo ist der Letzte? Eins gegen eins Situation. Nur 12 Schuss. Ist jetzt über mir, hat er sich hochgebaut. Shit. Ich glaube nicht, dass er sich hochgebaut hat, ehrlich gesagt. Oh, er ist hinter mir irgendwo. Er ist da irgendwo. Grad gehört. Die Zone ist richtig klein. Okay, wo ist der? Wo ist der? Die Zone ist so klein, er ist unter mir irgendwo. Ist er auf der anderen Seite? Was ein Idiot! Zwei Solo-Siege. Ja, der war jetzt nicht so geil. Mit 3 Kills.